Servus Leute und willkommen zurück zu Transport Fever. So, im letzten Part waren wir ein bisschen, ja, haben wir nur den Ring fertig gemacht, ein paar Züge eingesetzt und das war es auch schon. Heute habe ich euch versprochen, dass ich euch meine Idee von der großen Transportlinie ein bisschen genauer erkläre, als wie ich sie machen will, als ich es bis jetzt gemacht habe. Ich hätte jetzt vor, und wir werden damit auch gleich ein bisschen beginnen. Wir werden nämlich nicht irgendeine kleine Linie angehen zuerst, sondern wir werden gleich die große Linie angehen. Halt zwischen Wien, Berlin, Hannover, Hamburg, dann haben wir da Köln, dann haben wir da hinten noch Frankfurt, dann geht es da hinauf nach Bregenz. Von Bregenz geht es dann weiter nach Klagenfurt, von Klagenfurt nach Graz, nach Linz und dann nachher wieder zurück nach Wien. Wie meine ich das jetzt mit der Cargolinie? Die Cargolinie bedeutet für mich, ich setze ungefähr immer zwischen die Städte, hätte ich jetzt gesagt, entweder kurz vor die Städte, wo es halt vom Platz her passt. Wir werden uns jetzt einfach einmal ein paar Punkte aussuchen und ich würde gerne da heroben anfangen, weil wir es da relativ easy haben, wo ich sage, genau dort will ich es hinhaben. Wir haben nämlich ein paar Punkte, wo es interessant ist. Hier zum Beispiel zwischen Graz und Linz. Es ist ja so, wir können abliefern, in der Stadt können wir immer alles halt abliefern, aber wir können dort nichts mehr aufladen auf diesem Bahnhof. Und da beginnt jetzt meine Devise. Ich hätte jetzt vorgehabt, von jeder Produktionsstätte immer zu einem Cargo-Bahnhof und deswegen bauen wir ganz große Güterbahnhöfe, halt einfach achtgleisige 320 Meter Hochgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und die kommen jetzt... Oh, es laggt. Wieso laggt das? Das ist so schlimm bei dem Spiel schon. Aber okay, ich erkläre euch das nochmal, bevor wir da jetzt groß auswählen. Die kommen jetzt sozusagen, jede Produktionsstätte, die da sozusagen am Weg liegt, wird direkt mit dem Bahnhof, zum Beispiel wir werden hier einen Bahnhof setzen, weil da halt direkt die Produktionsstätte daneben liegt, wird direkt mit einem Bahnhof verbunden. Sorry. Kurz. Boah. Ich habe gerade ein bisschen was getrunken und irgendwie... So, wird direkt sozusagen mit dem Bahnhof verbunden. Halt im Endeffekt nachher, das hier wird, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wo ich da genau den Bahnhof setze. Vielleicht setze ich den sogar genau hinter Linz. Das muss man sich anschauen, wie es sich am besten ausgeht. Hier ist es ganz einfach und deswegen fangen wir auch hier damit an. Hier hätte ich vorgehabt, dass wir einen Bahnhof einfach hernehmen. Einen 8er Cargo-Bahnhof, genau. Warum mache ich einen 8er? Das hat nur im Endeffekt den Grund, dass ich hundertprozentig, falls ich einmal, falls ich dort sozusagen, keine Ahnung, genug Güter, genug Linien hinkommen, dass ich das sozusagen irgendwie frei machen kann. So, jetzt muss ich nur schauen, ob es sich mit der, na, das gefällt mir nicht, ich glaube mit Steuerung war das, dann kann ich mit N, na, das war, dann war Shift. Genau, dann kann ich da kleinere Schritte sozusagen machen. Ich will den nämlich jetzt ziemlich parallel hier hinten gleich einmal hinsetzen. Das war schon zu viel, glaube ich. Einmal zurück. Weil wir da hinterhalb nicht viel Platz haben. Und wir wollen ja teilweise links, rechts reingehen. Deswegen will ich da ein bisschen weggehen vom Bahnhof. Ich bin fast am Überlegen, da so herzugehen. Kann ich jetzt da... Ich glaube, eigentlich könnte ich das direkt platzieren. Wird sich das ausgehen, wird sich es nicht ausgehen? Es ist so, ich muss in den Bahnhof mit auf jeden Fall... Ich lasse mich kurz überlegen. Wir haben zwei Cargolinien. Wir haben zwei ganze Cargolinien, die komplett im Kreis gehen. Die müssen auf jeden Fall durch. Das sind die Hauptcargolinien. Das sind nämlich unsere Verteilcargolinien. Und dann kommen nachher noch pro Bahngleis sozusagen Züge an. Aber von welcher Seite ist egal. Wir werden den da mal hinsetzen, dass wir mal das Gelecke aushaben. So, wir haben hier jetzt den Bahnhof sehen. In diesem Bahnhof wären, wir haben jetzt, ich zeige euch das ganz kurz an, wir haben hier jetzt im Endeffekt, wir machen die Cargolinie am Hand, das ist ein geiles Beispiel, nämlich dieser Holz- und Eisenproduktionslinie. Das ist, glaube ich, die sinnvollste, weil die halt sozusagen ja jetzt schon aufrecht ist. Wir haben hier ja jetzt insgesamt zurzeit,
eine Linie, die einfach nur hin und her fährt und das Zeug transportiert. Jetzt ist die neue Devise nachher, dass ich zu von den einzelnen Punkten, halt zum Beispiel von dem Eisenproduktion, von der Holzproduktion und von der hier, nur zu einem Hauptbahnhof hinfahre. Das bedeutet, ich mache hier jetzt wahrscheinlich nachher irgendwo ein, kommt hier nachher ein Bahnhof hin. Wir müssen auf jeden Fall vorm, wir werden das vielleicht sogar, warte mal, wir müssen die große Linie, die müssen wir noch durchziehen nachher. Die müssen da noch durchgehen. Wir werden entweder da drüber gehen müssen oder so. Entweder wir machen ihn auf der Seite hin und gehen dann nach außen sozusagen im Kreis mit einem Bahnhof. Oder wir machen ihn hier irgendwo hin, das müssen wir sich anschauen. Und wir liefern sozusagen jetzt, wenn ich jetzt Holz habe. Mit Holz kann ich Beispiel. Das Holz wird jetzt zurzeit mit LKWs bla bla transportiert nach daher und von da wird nachher das hin. Wir liefern später nachher, weil die Straße werden wir einfach wegreißen. Von hier mit einem Kopfbahnhof weg. Da kommt immer ein zweigleisiger Kopfbahnhof hin. Von dort zu dem Bahnhof hin und von dort wird das verteilt. Wie das verteilt wird, wo die Güter hingehen, das suchen sich die Güter sowieso ihren Weg. Und das Coole ist, auf diese Bahnhöfe, auf die Güterbahnhöfe, auf die großen, kommen jetzt die fertigen Produkte und zusätzlich noch die Anfangsprodukte bzw. Zwischenprodukte, zum Beispiel Holz. In den Güterbahnhöfen ist jetzt nämlich die Devise, so wie hier, werden im Endeffekt diese zwei Linien reingeschlossen. Halt die untersten beiden. Das bedeutet, wir werden die obersten, immer die obersten zwei sowieso fixieren schon für die Durchfahrtslinie. Diese Linien sind nämlich die Ringlinien, die ich jetzt sozusagen sporadisch ja schon einmal gebaut habe. Diese Ringlinien werden mir nachher diese Güter, was hier auf den Bahnhöfen warten, was zum Beispiel jetzt bei dem Bahnhof von hier kommen oder auch von hier dorthin gehen oder von hier dahin gehen. Diese Ringlinien werden wir diese Güter verteilen. Das hätte ich so geplant. Und da ist jetzt noch ein bisschen der Aufwand, das Ganze umzusetzen. Mir ist nur jetzt gerade eingefallen, eigentlich hätte ich den Bahnhof um gute 20 Meter noch da reinsetzen können, zwei Gleise abreißen. Es wäre wahrscheinlich für hier besser geworden, aber es wird nicht so tragisch sein, wenn wir relativ weit vorne schon anschließen. So, jetzt ist die Frage, wir werden kurz mal pausieren das Ganze. Ich hätte jetzt vorgehabt, dass wir da irgendwo den Abriss machen. Auf den Grund einfach nur, dass, ja, machen wir da so gleich einmal. Dass ich euch das mal zeige, wie ich das ungefähr geplant habe. Eigentlich kann ich da gleich sozusagen auch die nächsten beiden abreißen. Weil die sozusagen ja die Ringlinie bilden. Und diese vier Gleise kommen alle einmal hier hinein. Das habe ich mal fast gedacht, dass ich da noch nicht abreißen kann. So. Wir müssen nicht schneller als 130 km/h fahren, das weiß ich jetzt auch schon. Das schreiben viele von euch immer wieder in die Kommentare. Das sind die zwei Personen, halt die vier Personenringlinien. Und hier kommen jetzt die vier Güterringlinien. Diese Güterringlinien machen jetzt natürlich zwischendurch immer wieder Bahnhöfe, wo sie sich Güter abholen können. Normalerweise sollte da die Geschwindigkeit, gehe ich davon aus, fast durchgehend sogar 300 bleiben, das passt. So, das ist einmal der erste. Ich muss nur jetzt gerade die Ringlinie aufbauen, um unsere Eisenverkehrproduktion nicht zu unterbrechen. Und die soll auch nicht unterbrochen werden. Es ist nur die Frage, soll man da so weit gehen? Oder soll ich da davor irgendwo, dass man zwischendurch... Eigentlich brauche ich es nicht. Eigentlich können wir da so gehen. Das können wir eigentlich so lassen. Dann machen wir halt so relativ weite Anbindungen. Weil ich mal gedacht habe, wenn ich so weit anbinde, wird die Geschwindigkeit relativ hoch bleiben. Und hier auf die unteren Gleise, ich habe hier vier Gleise, das bedeutet, ich könnte maximal pro Bahnhof hier vier Produktionen anschließen. Bei der Produktion brauche ich jetzt im Endeffekt nichts mehr anschließen, weil die sollte eigentlich meiner Meinung nach, wenn das da halbwegs läuft, wenn das halbwegs laufen würde, schauen wir kurz mal ein kurzes Upgrade, Zauberstab, machen wir auf die Straße hier. Dann machen wir da eine normale Straße, nicht Zauberstab, sondern machen da eine normale Straße. Ja, aber verkehrt. Genau die wollten wir eigentlich machen. Dann machen wir auch nochmal Zauberstab auf das hier. Hat er das jetzt gemacht wieder?
So, zack, zack. Und von dort gehen wir jetzt nachher mit der Straße ohne Zauberstab einfach hier so hinein. Das taugt mir nicht. So. Normalerweise sollte die Produktion jetzt nachher irgendwann den Bahnhof auserwählen, weil im Endeffekt könnte ich sie hier abcutten. Dann kann sowieso nichts anderes gemacht werden. Weil das bedeutet, wir reißen hier das Ganze ab. Dadurch kann die nie sagen, ja okay, wir nehmen jetzt nur mehr die Produktion, wir nehmen die Produktion über die Straße. Das wird nicht der Fall sein. So, das gleiche werden wir jetzt mit der anderen Seite anbinden. Und die unteren Linien sind zum Beispiel für, wo haben wir denn eine Produktion? Hier die Produktion wird dann mit einem Kopfbahnhof einfach da abgeschlossen. Und da fährt nach einem Zug die ganze Zeit nur zack, 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 zack. Wenn es zu wenig ist, dass wir wegtransportieren oder hintransportieren, dann werden wir zwei Züge. Oder wenn wir unterschiedliche Rohstoffe, zum Beispiel hier haben wir Holz, Kunststoff und Eisen, müssen wir halt schauen, dass wir die unterschiedlichsten Züge dorthin fahren lassen. Deswegen machen wir auch immer, hätte ich vorgeschlagen, Kopfbahnhöfe mit zwei Gleisen hin, dass wir auf jeden Fall genug da Positionen haben. So, aber jetzt zuerst noch zu der Anbindung hier. Da kommen vier Gleise weg, ungefähr auch auf das Niveau hier. So, die vier Gleise, zack, 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 zack. Ich weiß, ich habe das erst in den letzten Parts irgendwann aufgebaut. Aber im Endeffekt war das nur vorher sozusagen als Platzhalter, beziehungsweise hätte ich ja sozusagen ja jetzt da den Bahnhof näher ranbauen können, aber wie gesagt, ich bin da, habe ich vergessen, dass ich das vorab reiße, bevor ich den Bahnhof baue. Und das ist mir jetzt aber lieber eigentlich so, dass das so ist, als dass das nachher irgendwie anders ist. So, hier die erste Ringlinie, da die zweite Ringlinie, die halt die äußerste wird sein. Die äußerste ist die Außenringlinie und die unterste ist die innere nördliche Ringlinie. Halt, das ist die komplette große Ringlinie und das ist die innere normalerweise, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir kurz nochmal hin. Wir haben sie hier schon angeschlossen. Da kommt sie innen, die innere kommt auf den. Na, die innere kommt hier noch raus, die haben wir noch gar nicht angeschlossen. Aber diese, ihr seht, diese Ringlinien fließen jetzt nicht nur durch diese Cargo-Bahnhöfe, sondern gehen auch durch die Bahnhöfe in den Städten und dort werden die Güter verteilt. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Sorry, ich habe mich kurz räuspern müssen. Deswegen habe ich auch kurz gemutet, hat auch einen Sound unabsichtlich. So, da können wir jetzt noch abreißen. Das ist im Endeffekt unnötig geworden. Da können wir leider irgendwie so nur so kleine Teile. Natürlich passen wir mit der Zeit nach auch den Boden wieder an, aber jetzt einmal zum Aufbau würde ich sagen, machen wir das nur sozusagen so optisch. Ja, und hier auf diese Cargo-Bahnhöfe könnte man jetzt zum Beispiel jetzt mal hier diese Straße, den hier anbauen. Da hier eine Straße geht, müssen wir schauen, dass wir da hier rüben. Entweder wir machen hier so hin, können wir eigentlich gleich einmal machen, einen Cargo-Bahnhof, Kopfbahnhof, aber diesmal nur, obwohl ich bei hier überlege, ob ich nicht sogar mehr Gleise mache. Obwohl ich ihm wahrscheinlich. Hahaha, warte mal. Da hier sowieso keine Produktion mehr ist, die ich anbinden werde. Die vielleicht. Es kommt darauf an, wo ich da einen Bahnhof setze. Wir bauen da mal einen viergleisigen hin. Es kostet mich jetzt nicht so viel mehr. Das ist mir egal eigentlich. Halt, die Produktion muss hier drinnen sein. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie ich den am blödesten hin positioniere. Dass der kein Problem macht. Der Reihengleichung nicht möglich. Machen wir es so. Und dann machen wir gleich einmal. Derweil machen wir nur zwei. Achso, der hat jetzt der vier so komisch. Ist ja wurscht, wir nehmen dabei die zwei äußersten einfach hin und verbinden die mit den Gleisen hier. Zack. 168 und das gleiche verbinden wir einfach darunter zu. Ein zweites Mal. Das sollte eigentlich gleich funktionieren. Damals natürlich eine langsame Brücke, ist mir vollkommen egal. Vielleicht können wir das noch upgraden oder sonst irgendwas. Aber ihr seht, halt, wir haben jetzt sozusagen die Produktion hier. Die verbinden wir natürlich auch gleich mit der Straße. Na, so wollte ich es nicht. Eigentlich wollte ich das hier. Und so, das will er gerade nicht. So. Sozusagen die Straße mit dem verbunden. Das bedeutet,
die Rohstoffe, was der haben will, zum Beispiel das Holz jetzt, was der haben will, bekommt derjenige nachher auch schon von der Produktionslinie zugewiesen, weil die Züge da durchfahren. Sie bleiben noch nicht stehen und laden nichts ab, deswegen funktioniert es noch nicht. Aber so ist im Endeffekt das ganze System. Wir werden jetzt bei jedem Zwischending nachher so eine Linie hinmachen. Wir könnten vielleicht sogar die darüber verbinden, das weiß ich noch nicht. Ich muss mir jetzt überlegen, wo ich da den nächsten Bahnhof setze, weil hier einige sind. Wir müssen ja hier, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produktionen, die wir irgendwo da hinein müssen. Ich bin fast überlegen, ob ich es nicht herinnen setze. Aber das Problem ist, wenn ich es auf der Innenseite setze, habe ich das halt auf der Außenseite vom Kreis eigentlich, habe ich das Problem, dass ich dann einmal mit den Schienen komplett kreuzen muss. Halt, ich müsste irgendwo da unter der Unterführung, so wie es jetzt halt läuft, da irgendwo die Schienen durch und dann da so weiterleiten. Und ich muss halt alles, das sind 1, 2, 3, obwohl das sind eigentlich so viele. Ich bin fast überlegen, ob ich nicht den wirklich da hinsetze und damit zu einer Unterführung zweimal so durchgehe. Halt, dass man so wie wir da jetzt schon laufen, also ich muss mal ganz kurz noch anschauen, die Linie fährt jetzt normalerweise schön da durch den Bahnhof durch, genau, fährt da jetzt einfach weiter und fährt da weiter, gut, das sollte eigentlich funktionieren. Ich würde mal hier gerne den Bahnhof, glaube ich, ersetzen. Wie hoch sind wir? Da sind wir eh sehr hoch. Dann schauen wir, dass wir relativ auf der höchsten Stelle beim nächsten Mal nachher den Bahnhof hinsetzen, dass hier so ungefähr, halt hier so einen achtfachen, oder setzt man jetzt noch? Setzt man den jetzt noch in dem Bad? So, das ist Zug, wir brauchen jetzt wieder einen Durchfahrtsbahnhof, achtgleisig, 320 Meter, Obergleise, Unterlinie, zack, zack, zack. Und das Ganze wird jetzt im Endeffekt ein Bahnhof, wow, der so positioniert wird wie diese Linie hier. Jetzt müssen wir wieder mit Shift arbeiten. Aber mit Steuerung nochmals mit Shift, oder? So, ein bisschen noch drehen. So, wir haben das ganz recht. Relativ knapp hätte ich das. Vielleicht noch ein bisschen. Nein, jetzt war es wieder die falsche Taste. So, da so hin. Ich hoffe, dass ich da die Linie so irgendwie da durchziehen kann. Es wird schon irgendwie hinhauen, weil die Linie wird jetzt sozusagen hinfällig, da die Linie nachher nicht mehr hochfährt, sondern die fahren ja auch zu dem Bahnhof. Und ich hoffe, dass das mit den Zwischenschritten funktioniert. Liebe Leute, das war es jetzt im Endeffekt mit meiner Erklärung ungefähr. Ich lasse mir jetzt für den nächsten Part auf jeden Fall, für die nächste Aufnahmesession mehr Zeit. Ich bin auch gespannt, vielleicht kann ich so timen, dass ich schon da ein paar Kommentare habe zu dem Part hier. Oder werde halt einmal noch einen Part sozusagen nachher machen, wo ich die Cargo-Linie mal mache und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare, ob ihr sagt, ja, könnte funktionieren, nein, wird überhaupt nicht funktionieren. Es sind halt ein paar Sachen, was halt noch ein bisschen fraglich sind. Wir müssen halt jetzt immer da sozusagen, müssen wir jetzt anbinden im Endeffekt den Bahnhof. Wir müssen da runter zu, könnte man vielleicht sogar anbinden. Und der Produktionsstätte auch den Bahnhof hier. Und die Züge fahren wirklich nur immer so kurze Strecken. Und dann sozusagen will ich schauen, dass ich nicht zu viele Züge einsetze auf den einzelnen Dingen, Zwischenlinien. Nur immer diese, was ich halt zu diesem Bahnhof hier brauche. Zum Beispiel hier brauche ich Kohle und Erz hin. Das bedeutet, ich kann das, glaube ich, mit einem Zug abdecken, weil das ist alles offener Rungenwagen. Das bedeutet, er geht eine Linie nachher sozusagen darüber zu den Kohleerz. Hier wird aber auf jeden Fall gleich im Endeffekt die inneren beiden von dem sind fixiert. Die inneren beiden gehen nämlich dann, so jetzt kann ich es nicht machen, wir können das nur mit den äußeren beiden machen, sozusagen das ist jetzt wieder die Cargo-Linie, weil die ja durchgeht, die geht jetzt nachher sozusagen, das müssen wir nachher sozusagen machen, eigentlich direkt auf, jetzt muss ich nur schauen, welche die zweiten sind, auf diese hier. Da müssen wir nur schauen, dass wir das Ganze irgendwie hinbekommen, es wird halt da irgendwo so rein raus und dann werden wir da so rüber gehen. Und das wird unsere Cargo-System. Ich hoffe, dass das Cargo-System funktionieren wird. Wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Ich habe zwei Bahnhöfe gesetzt und nicht wirklich was weitergebracht. Aber, liebe Leute,
das Cargo-System wird sicher eine Aufgabe von 20, 30, ja, 10, 10 Bart, sage ich jetzt einmal, dass ich, ich will jetzt einmal ein Teil-Cargo-System zwischen den Städten hier einrichten, dann die Aufteilung in den Städten natürlich machen mit den Rohstoffen und dann erst das Ganze mal ausprobieren und einfach erweitern. Und ich glaube, das könnte noch eine ziemliche Herausforderung werden. Ich habe ja im letzten Party oder im vorletzten Party eigentlich sozusagen ein bisschen berichtet, wie es mit dem Transport Fever weitergeht. Und dazu brauche ich auch noch ein paar Kommentare. Und hier seht ihr, das schaut halt wirklich geil aus, wenn du da die Brücke hast und so weiter und danach das andere. Aber, liebe Leute, mit diesem Bild verabschiede ich mich. Ja, machen wir noch ein bisschen näher, machen wir noch ein bisschen näher. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es dann hey, weitergeht beim Cargo-Linienbau. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Part. Bis dann. Tschüss.